Es gibt einfach von Catrice eine neue Limited Edition. Und natürlich musste ich die sofort bestellen. Nein, das sieht in echt noch viel schöner aus. Ich würde sagen, wir starten gleich mit dem Blush Stick in der Farbe Peachless. Jetzt verblenden wir den einfach mal mit einem Pinsel. Als ich den gerade aufgetragen habe, habe ich nicht gedacht, dass der so pigmentiert bleibt. Und auf der anderen Seite probieren wir jetzt die Farbe Berrylicious. Die fühlen sich auch total angenehm beim Auftragen an. Und verblenden. Und jetzt testen wir diesen Highlighter hier. Auf den bin ich auch super gespannt. Durch den Blush Stick glowen wir eh schon sehr. Und jetzt der Highlighter. Ja. Jetzt die Lidschattenpalette. Aber ich will sie nicht zerstören. Ich habe jetzt die Farbe der Blume und trage das am äußeren Lid auf. Und dann gehe ich etwas in die Farbe und brauchen wir Glitter. Und ich glaube, ich entscheide mich für diesen Goldton hier. Und der kommt jetzt aufs Innenwinkel des Auges. Oh mein Gott, ist die Farbe schön. Und jetzt noch der Hydrating Lip Stain.